Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Mega Man. Happy birthday to you. Mega, Mega, Mega Man, der Beste, den ich kenne, oh yeah. Mega, Mega, Mega Man, ein Wunder, dass ich den Geburtstag nicht verpenn. Mega, Mega, Mega Man, Capcom sagte, yes, we can, alright. Mega, Mega, Mega Man, also lass die Kerzen brennen. Ja, Capcom feiert, wir feiern natürlich auch und, nein, warte mal, nochmal. Ich kenne das Gefühl. Ja, danke. Ja, Mega... ja, Mega Man feiert Geburtstag und wir feiern natürlich auch und Capcom hat auch gefeiert und hat uns Spielern eine wahre Freude bereitet und zwar hat es uns dieses krasse Game geschenkt. Einfach mal so. Und dieses krasse Game hat natürlich auch Sound. Ist das nicht ein hübscher Sound? Und ja, es ist Street Fighter X Mega Man und ja, es ist einfach ein Crossover, das hat sich niemand gewünscht, aber jetzt will es jeder haben. Zumindest meiner Meinung nach. Also fangen wir doch einfach mal an, starten und sehen, wir haben hier ganz viele tolle Mega Man, nein, nicht Mega Man Robot Master, sondern wir haben hier stattdessen die Charaktere aus Street Fighter als Robot Master. Und soweit ich weiß, kennst du die wenigsten Street Fighter Charaktere, von daher kann ich da ja aushelfen, falls du irgendwas nicht wissen solltest. Richtig, also denn... Also aktuell überall. Richtig, denn du bist ja mein lieber Gastkommentator und ist denn deine Sichtmöglichkeit noch richtig eingestellt? Jetzt sollte alles funktionieren. Gut, denn ich übertrage ihm ehrlich gesagt die Sichtsache hier nur per... Naja... Webcam. Ich habe keine Standards, von daher soll's. Na, außerdem, die Skype-Übertragung, die funktioniert ja nicht. Wir wollen uns nicht weiter mit unserem technischen Füllefanz hier aufhalten. Richtig, richtig. Deswegen nehmen wir doch mal. Deswegen nehmen wir doch einfach mal einen Boss und reden auch nicht darüber, dass dieses Boss-Auswahl-Theme ein bisschen klingt wie ein Robotmaster-Auswahl-Theme, welches ich schon kenne. Ich glaube, es war aus Mega Man 5 oder Mega Man 6. Man merkt aber auch den Einfluss des guten alten Street Fighter 2 Charakterauswahl-Bildschirms. Richtig, den kenne ich nämlich nicht. Nehmen wir doch als ersten Boss den schon angewählten Ryu. Den kenne ich nämlich noch irgendwoher. Ich glaube, damit bist du gerade zum Anti-Hipster geworden. Was? Ein Anti-Hipster, den Ryu kennt ja wohl jeder. Na und? Macht doch nichts. So, ja, ich habe hier die ganze Zeit eine Zitrone über dem Kopf. Denn ich habe ja hier eine andere Einstellung auf meinem... auf meinem Gamepad, als es eigentlich sein sollte. Aber das mache ich gern so. Ich stelle das jetzt auch nicht um, denn ich mag den Hard-Mode. Und ich spiele jetzt im Stehen, damit deine die dumme Webcam mir nicht die Sicht verdirbt. Jetzt bin also ich schuld? Ja. Was denkst du denn? Boah, geschafft. Krass. Also, falls ich durch das Level jetzt ja auch durchrushen kann, dann liegt das einfach nur daran, dass ich schon mal angespielt habe vor ein paar Stunden. Weil das Spiel ist ja auch noch nicht so lange draußen. Darf aber lang genug, dass ich schon durchspielen konnte. Von daher, falls du Gameplay-Tipps brauchst... Ja, also, beim ersten Mal hätte ich den Gameplay-Tipp gebraucht, dass ich hier sogar sliden und aufladen kann. Ja, man spielt aktuell den Mega Man Wii aus Mega Man 4. Also den mit dem kleinen aufgeladenen Mega Master und dem Slide. Na, 4 plus aber. Hier kann man doch reinspringen, kann das sein? Ich würde es aber nicht empfehlen. Rechts findest du ein kleines Extra. Ach stimmt, ja, da war ja noch was. Du kannst danach zurückgehen, wenn du Spaß dran hast. Das kann ich natürlich. Ach so, und jetzt kann ich. Gut, genau. Dann au. Ja, ich sag ja wirklich Mega Man 4 Mega Man, weil der aufkleine Buster halt kleiner ist als in 5 und 6. Ach, hier ist ja nichts weiter. Mensch. Oh, ja, diese Gegner hier, ehrlich gesagt, ich kenne fast gar keinen von den Gegnern, die ich gesehen habe. Beziehungsweise, ich kenne gar keinen.
Die sind auch alle ziemlich original aus dem Spiel. Bis auf die beiden, ja. Die sind so alt wie es Mega Man. Die sind so alt wie Mega Man selbst. Das stimmt. Also wer die nicht kennt, der hat das erste Mega Man nicht gespielt. Oder das den zweite. Den beneide ich. Oder ich glaube, bei Mega Man 9 waren sie auch wieder dabei. Die waren auch in 10 wieder da. Ach, in 10? In Solar Man zum Beispiel. Ah, stimmt. Da sind sie aber aus Röhren gekommen. Sehen genauso aus von daher. Ja, so. Dieses Spiel basiert sehr hat sehr viele Kinder, die halt wie Sniper Joes zu reagieren, dass sie halt nur begrenzte Zeiten haben, in denen man die abschießen kann. Ja, außer wenn man aufgeladen abschießt, also wenn es um diese Schildtypen geht. Mhm. Guck mal, diese, drei Gegner zum Beispiel funktionieren ähnlich. Ha. Bisher schlage ich mich doch noch ganz gut, oder? Ja. Ja, okay. Wie du schon sagtest, kennst die State ja schon. Ja, aber ich hab sie trotzdem ziemlich gut geschafft. Auch als ich sie noch nicht kannte. Oh. Ich hoffe, da kommen noch mehr von diesen neuartigen Gegnern, die so neuartig sind, dass man sie noch gar nicht gesehen hat. Außer natürlich, man kennt Street Fighter. Oder gab's die in Street Fighter? Street Fighter gibt eher weniger Gegner, die nicht direkt andere Kämpfer sind, also. Hahaha, das ist ja einfach. Alle Feinde in diesem Spiel wurden komplett nur für dieses Spiel designt. Ah, das ist cool. Dann gibt's bestimmt noch ein paar mehr davon, oder? Auch die meisten Stages haben auch komplett eigene Feinde, also ja, die werden nicht überall wiederverwendet. Also es gibt einiges an Content in dem Spiel, was cool. Wenn du mich fragst. Ja, also für ein kostenloses Spiel ist das ja auch echt eine Leistung. Ach ja, weißt du, was ich finde? Erzähl. Die Stage hier, die hat auch so wieder so ein gemischtes Theme. Also das eine, das kann ich einordnen, aber mir fällt jetzt der Name vom Boss nicht ein. Du meinst jetzt, das eine ist ja offensichtlich das Rio-Theme aus Mega aus Street Fighter 2. Aber ich meine das Mega Man-Dingens. Ja, das ist irgendwas von Mega Man 2. Meinst du? Nein, ich... Ja, obwohl, doch. Flashman. Ja, das hätte ich jetzt auch bald gesagt. So, jetzt haben wir aber erstmal unseren nächsten Boss und ersten Boss und das ist... Ja. Das ist Ryu und der macht... Oh, oh. Ryu bekanntermaßen mit seinen Hadouken. Hurricane Kick und auch mit dem Shoryuken, weil er seltener ist. Ja. Oder wenn wir ihn aufladen, dann hat er auch irgendwas Schönes, denke ich. Oh, oh, oh. Was vielleicht auffällt, ist die zweite Bossleiste, die noch erschienen ist. Und die macht genau das, was er gerade abfeuern wollte, nicht wahr? Es funktioniert nach dem Street Fighter 4 Ultra-Prinzip. Je mehr Schaden man selbst nimmt, umso mehr füllt sich die Leiste auf. Krass. Womit man nachher dann die Ultra-Komponente ausführen kann. Ähnlich wie in Street Fighter gilt auch, dass man feindliche Projektile mit eigenen Projektilen zerstören kann. Das ist cool. Oh, oh, oh. Und geht das hier auch? Nein. Doch. Doch, aber es dauert doch sehr viele Schüsse, von daher fast unmöglich. Ja, ich merke schon. Ja, schade. Oh, er ist tot. Schon? Das ging auch relativ flüssig, ja. Ja. Ist das der einfachste Boss im Spiel? Nein. Oh, das ist schön. Es ist der schwerste Boss im Spiel. Auch das würde ich nicht selbst behaupten. Schade. Der Kampf kann ziemlich schwer sein. Ab und zu es ist. You got. Ob er schwer ist oder nicht. Hadouken! Der Charakter rechts ist übrigens Dan, der im Street Fighter 4 Trend öfter mal den Sandsack spielt. Ach so, cool. Was auch hier relativ passabel übernommen wurde. Jo, jetzt würde ich ja gerne wissen, gegen wen die Hadouken gut ist, aber ich bin nicht so. Das werde ich dir nicht spoilern. Mano, aber ich werde es bei den großen Achtern versuchen. Das Einzige, was ich spoilern werde, ist, dass es gegen den Boss gut ist, der auch generell am einfachsten zu besiegen ist. Von daher ist es keine große Errungenschaft. Blanka. Ich weiß nicht wieso, aber ich nehme den mal. Auch keine schlechte Wahl. Gut. Okay, mal sehen, wie die Stage hier ist. Und was wir für Gegner kriegen. Oh, es ist das süß. Vermutlich, wie man schon hört, die Musik ist auch wieder aus Street Fighter 2 entnommen. Also, ich
Ich wüsste auch nicht, mit welchem Mega Man ziehen das gekreuzt sein sollte. Falls ich weiß es auch nicht. Au. Puh. Das waren Spikes? Das waren wohl Spikes. Wusstest du das denn, als du da das erste Mal lang gelaufen bist? Also ich war vorsichtig genug, um zu spielen. Oh, oh, oh. Mein Tipp gegen diese Keksmonster, einfach aufgeladen Wasser zu benutzen. Ja, ich merke schon, die halten mehr aus, wenn man sie unaufgeladen abschießt, ne? Mhm, definitiv. Das aufgeladen Wasser ist generell ziemlich nützlich im Spiel. Oh, das ist schön. An vielen Punkten, wo man wirklich, keine Ahnung, 5, 6 normale Schüsse bräuchte, reicht ein einziger aufgeladen. Kann ich auch Wasser. Da lang? Es gibt zwei Wege in dieser Stage. Oh nö. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich den anderen nicht sehen werde. Vielleicht. Kannst du ja notfalls mal zurückkehren, nein. Wusch. Aua! Das ist ein Vieh. Ich glaube, den werden wir auch nur in der Stage hier sehen. Oh, das ist gut. Nicht mal irgendwie in den Wily Stages oder wer auch immer hier der Boss ist. Genau, weil Wily hat von allen Street Fighter Charakteren Roboter gebaut. Das wäre wenigstens weniger brutal. Genau, weil muss man bemerken, dass das Mega Man hier gegen Menschen kämpft, was ja eigentlich ja. Nicht im Sinne eines Roboters ist. Genau, und auch nicht im Sinne von Dr. Light, würde ich sagen. Na. Naja, hallo? In der Richtung. Denkst du, Dr. Light hat einen Roboter dazu konstruiert, dass er Menschen tötet? Ich meine, wir müssen uns ja denken, warum genau Dr. Light sich entschieden hat, Mega Man in den Ex-Teilen die ganzen Street Fighter-Moves beizubringen. Ich meine, das muss doch irgendeine Verbindung haben. Der kriegt die Attacken, die Mega Man hier gesammelt hat. Boah. Was wir gerade dabei sind, wolltest du nicht mal deine Hadouken einsetzen? Ach so, ja, aua. Du kannst ja, wie du noch so schnell weg, weißt du ja noch, hast du ja am Anfang gezeigt. Ey, das kommt mir gerade vor wie hier Solar Man Stage Mega Man 10, nur mit dem Solarstrahl. Boah, wie viel halten die denn aus? Müsste Solar Man die auch ein Solarstrahl sein? So, jetzt haben wir hier die Hadouken. Du willst nur, dass ich sie leer mache. Hadouken! Oh. Die hat viel Munition, keine Sorge. Trotzdem. Oh. Ach nö. Nö, ja! Du hättest doch einfach laufen können, das ist das Mario-Prinzip in der Stelle. Ah. Aber sicher. Genau. Solarstrahl! Kannst du halt wirklich echt spammen, das davon ganz genug. Ja, aber kann ich denn mehr als eine benutzen? Nö. Doch, zwei gehen maximal. Zwei gehen? Die Schussrate ist halt nicht sehr hoch, deswegen. Ach so. Du kannst sie auch aufladen, wenn du Spaß daran hast. Ja, natürlich. Dann habe ich noch mehr von diesen. Oh. Okay, oh, schon wieder Boss-Time gleich. Ah! Das war nicht so geplant. Au. Vom Gegner war es bestimmt. Ja, vom Gegner, aber nicht von mir. Oh. Wäre das NES, hätten wir auf jeden Fall bei den ganzen Spikes schon längst einen Mega-Leck gehabt. Ja. nee, da ist was verschwunden. Na toll, das schaffe ich doch so nie. Hast du noch zwei Leben, oder? Ich glaube ja. Ne? Was? Ich hab'n E-Tank! Stimmt, du bist da vorne in den Spikes gelaufen. Ich hab'n E-Tank! Oh, oh, oh! Oh, 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 was nu? Er springt. Ach toll, als ob ich das wüsste. E-Tank? Ja oder nein? Nee. Hadouken? Nee. Ich glaube, die Hadouken bringt nichts. Nicht, dass ich wüsste. Naja, sie macht ein bisschen Schaden, aber das bringt mir nichts. Okay, machen wir die Stage nochmal, ist ja nicht lang. Das war natürlich alles geplant, damit du den oberen Weg nehmen kannst. Genau, richtig. Woher wusstest du das? Tja, ich versuche gerade deinen Arsch zu retten mit... mit Ausreden, ja. Oh Mann. Aber immerhin, erster Partner nicht mal vorbei und wir haben schon einen Robot Master besiegt. Das geht doch. Robot Master. Street Fighter. Gar nicht. Das ist vor allem einfach auszusprechen als Robot Master. Street Fighter. Na ja, gut, dann sind's halt Street Fighter. Was diese komischen Kreisel überall sollen in der Stage. Dann sind's halt Street Viecher.